Hallo, heute geht's nach Eisenhüttenstadt. Ausgangspunkt wie immer Friedrichstraße in Berlin über Frankfurt-Oder. Aber halt, heute geht's nicht direkt nach Eisenhüttenstadt, sondern ich möchte gerne nach Fürstenberg. Fürstenberg, die Stadt, die ihren Namen aufgegeben hat, damit Eisenhüttenstadt damals Stalinstadt genannt werden konnte. Doch davon später mehr. Am Bahnhof angekommen, suche ich vergebens nach einem Schild, das mir den Ort zeigt, der im 13. Jahrhundert schon Bestand haben sollte. Fürstenberg an der Oder. Aber halt! Dieser Stadtteil ist 1953 zu Stalinstadt zugeschlagen worden, einer Planstadt, die die DDR damals errichtet hat und in dem das Eisenhüttenkombinat Ost dann auch aufgebaut wurde. Also mal zu Fürstenberg oder heute ein Stadtteil von Eisenhüttenstadt, war im 13. Jahrhundert schon eine gegründete Ortschaft und bis 1961 eine eigenständige Kleinstadt, die dann in Stalinstadt eingemeindet wurde. Fürstenberg selbst konnte seinen historischen Altstadtkern mit vielen Baudenkmalen weitgehend bewahren und stellt damit eine Besonderheit unter den Städten an der Oder dar. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurden alle Brücken rüber auf die andere Seite der Oder gesprengt und heute ist nur noch diese neue wieder aufgebaut worden, die aber nicht über die Oder nach Polen ragt, sondern in die Oderauen. Die den Ortsteil überragende Nikolaikirche wurde im frühen 14. Jahrhundert errichtet. Fürstenberg wurde im Zuge der Ostkolonisation um 1250 gegründet, war jahrelang in der Herrschaft des Zisterzienserstifts Neuzelle und 1286 zum ersten Mal urkundlich erwähnt als eine Zollstelle an der Oder. Der Oder-Spree-Kanal wurde im Jahre 1891 eröffnet. Der Höhenunterschied zur Oder wurde mit einer dreistufigen Schleusentreppe überwunden. Um größere Kähne schleusen zu können, wurde die Schleusentreppe im Jahre 1925 durch eine Zwillingsschachtschleuse ersetzt.
aufgrund der Aufteilung der Siegermächte war Fürstenberg ganz schnell eine Grenzstadt, die an der Oder-Neiße lag. Die Stadt hat aber ihren Altstadtkern ziemlich gut erhalten und ist heute die Stadt am westlichen, nach 1945 bei Deutschland verbliebene Oderufer. Am Marktplatz mit dem wunderschön restaurierten Rathaus wird an den Kaufmannshäusern, Wohn- und Geschäftshäusern deutlich, was für eine schöne kleine Stadt Fürstenberg mal war. Viele herausragende Gebäude hat Fürstenberg nicht. Die Ruine des Kraftwerks Vogelsang, auf der Bahnhofstraße das Postgebäude oder die Villa Hergesell, auf der Berliner Straße der Wasserturm, auf der Eisenbahnstraße das Bahnhofsdienstgebäude mit Wartesaal und Wohn- und Geschäftshäuser und Feuerwache auf der Heinrich-Pritsche-Straße. Im Sommer halten am Ortsteil Fürstenberg, am Anleger, die Fährschiffe und Passagierschiffe, die die Oder befahren. Und nun schauen wir uns Eisenhüttenstadt mal von oben an. Eine Stadt im Landkreis Oder-Spree, die als Planstadt nach einem Beschluss im Juli 1950 als sozialistische Wohnstadt für das Eisenhüttenkombinat Ost errichtet wurde. Das Werk ist heute noch ein bedeutender Arbeitgeber. Gebaut wurde nahe dem historischen und im 13. Jahrhundert bestehenden Ort Fürstenberg. Fürstenberg verschwand damit aber fast vollständig von der Karte. Durch seine Geschichte als komplette Stadtneugründung und den städtebaulichen Aufbau mit diversen Baudenkmalen
gilt Eisenhüttenstadt als besonderes Bauensemble. Neben Fürstenberg wurde der Ortsteil Dielow und Schönfließ eingemeindet. Tja, und diese neue Wohnstadt sollte nach den 16 Grundsätzen des Städtebaus und im architektonischen Stil des sozialistischen Klassizismus errichtet werden, sogenannte erste sozialistische Stadt Deutschlands. 1950 erfolgte der symbolische erste Axthieb und 1955 entstanden 5 weitere zu den schon bestehenden Hochöfen. Anlass des Todes von Stalin wurde die neue Stadt in Stalinstadt umbenannt. Ursprünglich sollte die Stadt zum 70. Todestag von Karl Marx, nämlich Karl-Marx-Stadt, heißen. Den Namen erhielt dann aber Chemnitz. Und was mir besonders wichtig ist, ist zu erwähnen, dass 1986 unter großer politischer Anteilnahme in der Bundesrepublik ein Abkommen über die erste deutsch-deutsche Städtepartnerschaft zwischen Saarlouis und Eisenhüttenstadt unterzeichnet wurde. Das ist bis heute unerreicht und deswegen hat mich Eisenhüttenstadt und Fürstenberg so sehr interessiert. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal, dann seid ihr ständig auf dem Laufenden, wenn ich einen neuen Blog rauslasse.